unabhängig von diesem Format jetzt gerade, versucht euch das, also, ich muss das deutlicher machen. Ich muss das deutlicher trennen. Ich muss das wirklich ganz, ganz deutlich trennen hier, damit das jetzt wirklich, das ist alles weg. So, nächster Fall. Krisenfall. Was haben wir denn im Angebot? Wir sind in Donnington unterwegs. Was haben wir denn in Donnington? Mal gucken, ob das so ein prekärer wird. Schauen wir mal. Was haben wir denn? Wird's der Klassiker? Wo ist er? Das ist Runde 3. Okay, wir sind nicht in Runde 1 unterwegs. Das ist ein Klassiker. Der geht einfach hinten rein. Aber jetzt ist die Frage jetzt mal wirklich, Bruder, bei der Fische, warte mal, nochmal Kommando zurück. Verbremst er sich oder hat der andere früher bremst? Nicht, dass das einen Unterschied machen würde, weil das tut's nicht. Nö, eigentlich bremst er sogar sehr früh. 51er Bremsballon. Oder war es das schwarze? Nee, der bremst super früh sogar. Ist der davor zu langsam? Jetzt mal wirklich, weil er hat zeitnah und ordentlich gebremst, der Lilane. Ist der noch so hart im Windschatten von dem, in dem schwarzen Loch vom BMW drinne? Oder hat der BMW zu früh gebremst? Dirty Air? Oh, er bremst sehr früh. Ah, das ist er. Oh, das ist wirklich sehr früh. Nee, das ist keine Dirty Air, sehr früh gebremst. Das heißt, er wird auch in der Kurve super langsam sein. Guck mal, er ist hier bei 90, da ist der andere noch bei 100. Ist nichtsdestotrotz, also, ohne Scheiß, darauf kannst du nicht reagieren. Am besten wäre, wenn die sich beide unterhalten hätten und der BMW, der sich rausgedreht hat, ist halt zu früh auf dem Pinsel und der andere ihm dann hinten rein. Am Ende ist es trotzdem, weil der Hintermann auf ihn achten muss, egal ob er zu früh bremst oder nicht, ist es causing a collision. Und das ist nicht mal ein Dive oder irgendwie beabsichtigt, sondern der Lilane sieht man auch, bremst völlig normal. Der Rowe vorne hat einfach zu früh gebremst. Viel zu früh. Viel, viel zu früh. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Weil das macht nämlich eine 06. Das ist eine 06 mit einer 10-Sekunden-Strafe. Causing a collision. Aber man könnte jetzt auch verargumentieren, dass... nee, das mache ich jetzt nicht. Nein. Das machen wir jetzt nicht. Da gehen wir nicht rein. Kein Bock mehr auf Diskussion. Da habe ich gar keine Schwierigkeit mit. Wir diskutieren heute, gehe ich ganz stark davon aus, sogar noch ein, zwei Mal. Jetzt müssen wir mal einmal ganz kurz hier was checken, ob das geht. Wir sind wieder in Donnington unterwegs. Okay, was haben wir denn in Donnington? Das sollte passen. Yes. Alrighty. Gucken wir mal rein, was in Donnington geht. Die Leute haben alle so schöne Bilder. Also die sind alle so hübsch von der Grafik. Holy guacamole, die Tür ist kaputt. Ui, viel zu spät auf der Bremse. Boah, viel zu spät auf der Bremse. Viel, viel zu spät auf der Bremse. Das war gerade so, das hatte so ein bisschen Mad Max-Style mit einem Schieber vorne dran. Alter Verwalter, der hat aber richtig durchgezogen. Das war kein Off-Track-Forcen, der lenkt nicht nach rechts. War das jetzt nicht Forcing Another Car Off-Track? Und ich dachte, das war jetzt Forcing Another Car Off-Track, weil ich zu blöde bin, zu erkennen, ob jemand lenkt. Dankeschön, Alex. Danke, dass du da bist. Ohne dich hätte ich das nicht gesehen. Aber was ist es dann? Ist es dann Forcing Another Car Off Planet? Das klingt auch sehr schön. Ich helfe, wo ich kann, kein Problem. Alex, dankeschön. Wir sehen uns dann das nächste Mal auf der Rennstrecke. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich Causing a Collision. Das ist Causing a Collision. NFR, shit happens. Ist so.
Also es sind 06 mit, ey, sag mal, willst du mich jetzt hier komplett rollen heute? Ich kann nicht einen einzigen, was ist denn, ist das System kaputt? Ich habe das Gefühl, das System ist kaputt heute. Was haben wir denn als nächstes? Oh, oh, Chat. Jetzt, oh, jetzt haben wir wirklich, oh, jetzt haben wir das, was wir wollen. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Aha. Mhm. Das ist ja schön, dass noch ein zweiter Fall drin ist. Oh. Aber das ist ja legitim, oder? Also ich würde sagen, der BMW kürzt ab. Was für ein Zufall. So, ihr kleinen Zaubermäuse. Was für ein Zufall, dass wir diesen Fall noch hier drin haben mit Forcing Another Car Off Track. Nun, meine Damen und Herren, das mache ich jetzt nur ein einziges Mal. Aber ich mach's nochmal auf 0,25 für euch da draußen, ihr wunderschönen Menschen. Und wir sind jetzt hier nochmal ganz kurz auf dem Mercedes drauf. Und ich packe euch mal den Mauszeiger dahin, damit ihr genau gucken könnt. Ja? Einmal kurz noch für den Garten. Das ist dasselbe wie vorhin. Ganz genau eben nicht, weil der Mercedes beim Anbremsen schön rechts rüberlenkt. Und zwar original rechts rüberlenkt, in ihn rein. Jetzt, Vorsicht. Jetzt kommt links und jetzt rechts. Und dann lenkt er genau in ihn rein. Gleich links und dann rechts. Korrekt. Und das war bei den anderen beiden ganz genau eben nicht der Fall. Aber ist auch total piepegal, weil ihr sagt, das war so. Ich glaube euch, Diskussion beenden. Das hier ist Forcing Another Car Off Track. Da war der Essen schuld. Nee, ich würde sagen, der Alpine war schuld. Manchmal ist Reko-Sein echt scheiße, ne? Ich glaube, wir sollten wirklich, und das meine ich gerade ernst und nicht in irgendeiner Ironie, wir sollten die Reko von LFM echt ein bisschen mehr wertschätzen, dass sie sich stundenlang so einen Reis reinziehen manchmal. Und Pixel für Pixel manche Fälle, Pixel für Pixel sich manche Fälle angucken müssen. Jetzt muss ich kurz mal was gucken. Okay, der kriegt 06. Ich muss selber immer noch mal sicher gehen, 06 und 10 Sekunden kriegt er. Der Alpine hat's vorgemacht, der Mercedes hat's falsch nachgemacht. Da kann die Reko ja auch schon arbeiten. Tonsen, ich gebe mir auch Mühe bei meinen Unfällen. Du, am besten sind die Fälle, wo du wirklich das bis aufs Kleinste runter verschleierst, wo man sehr, sehr lange suchen muss. Das sind die schönsten Fälle. Wir sind übrigens nochmal in Spa. Gehen wir mal rein. Was? Bitte, Sporast. Ich möchte übrigens noch mal ganz kurz dazu sagen, wir sind im Rotplakettenbereich, ne? Also bevor jetzt irgendjemand böse Worte wählt, wie untalentiert eventuell jemand sein sollte, könnte, müsste. Das sind Anfänger und sie haben noch nicht so viel Rennerfahrung. Daran möchte ich jetzt nochmal ganz kurz appellieren. Also nicht, dass hier irgendwer sich in der Wortwahl vergreift. Dankeschön. Übrigens gilt das generell, sollte man sich nicht in der Wortwahl vergreifen. Danke. Okay. Heute war ich nicht mehr gelesen, wie? Ich glaube, er ist noch unter Schock oder so. Bei dem Weinglas.
Also wäre ich jetzt, wäre ich der Mercedes außen, ich alleine jetzt, ja, nicht Judge Dizzy, unabhängig von diesem Format jetzt gerade. Versucht euch das, also, ich muss das deutlicher machen. Ich muss das deutlicher trennen. Ich muss das wirklich ganz, ganz deutlich trennen hier, damit das jetzt wirklich, das ist alles weg. Ich bin's, hi, Dizzy, könnt ihr mich sehen? Hi, hallo, ich bin's, Dizzy, hu, hi. Wo ist der Richter auf WC? Gut, hi, moin, schön. Gut. Ich mein Glas. Pass auf. Also wäre ich jetzt der Mercedes außen, ich, würde ich das nicht reporten, weil ich mich selber abgeschossen habe. Ich jetzt, Dizzy, ich. Ich bin nicht Jutke gerade, okay? Ich persönlich. Nochmal. Nicht Jutke. Ich. So, bin wieder da. Hallo. Ich war auf Toilette. Schönen guten Tag. Was ist passiert? So, gucken wir uns das Ganze doch noch einfach nochmal an. Das ist ein wilder Cocktail, du. Das ist Causing a Collision, würde ich sagen. Mal so ganz dezent. Also da hätte der Fahrer des schwarzen Mercedes ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Das wäre definitiv besser gewesen. Aber da hat er ihn hinten getroffen. Aber man muss dazu sagen, es ist immer noch Rotplaketten, ne? Also da ist wenig bis gar keine Erfahrung vorhanden. Das kommt ja immer dazu. Ne? Also deswegen Komfort. Ich frage mich auch, warum jemand auf der Geraden gestanden hat da unten, aber du, die Wege des Herrn sind, wie sagt man immer so schön, unergründlich.